damit alles ein. Sei nicht erschöpft, bau ab. Umso schneller könnt ihr wieder die Karawane, könnt ihr machen, was ihr wollt. Jetzt träumt er eh immer von Leo, wie er sein Körbchen fällt. Ich weiß gar nicht, wo der gerade ist. Ach, die pennen beide auf dem Sofa gerade. Also auf den unterschiedlichen Ecken verteilt. Also Leo pennt vorne an der Ecke und auf der anderen Ecke genau pennt Balthasar gerade. Die werden höchstens zusammenschlafen, wenn sie alt und senil sind. Ah, das ist sogar noch auf dem Weg. Da kann ich noch mehr Bauteile einsammeln. Da ich wieder so viele im Lager habe, dass ich einfach eine Monsterattacke kriege. Groß in der Mitverwandtschaft, kommt vorbei. Ach ja, Mai fehlt noch ein Helm. Kann noch sagen, warum, weil wir keine Helme haben werden. Meine Schwester Squint starb? Läuft in 18 Tagen ab. Wurde beleidigt, zurückgewiesen von der Informantin. Und schlecht drauf, weil wir Menschen geschlachtet haben. Ganz normaler Tag in der Kolonie. Die töte ich lieber, bevor die einen Haufen Eier legt. Spinnen-DNA ist egal, also es ist ja eigentlich normale Insekten-DNA. Und ich habe ja eine Insektenspinne, also du weißt, was ich meine. Eine Mecha-Spinne. Jemand hat den Helm geklaut, den neuen, und sie bekommt den Sky-Steel.
Mach das, Broomstick, und dir auch noch einen schönen Abend. Der ist doch eh gleich instant tot. Er hat einen Schuss überlebt. Oh, er überlebt auch noch den Rest. Ich glaube nicht, dass du die Abbauzeit überlebst. Legt euch mal ins Bett. Guten Abend, Racer. Das ist doof von der Position. Das will ich nicht. Habt ihr... Ja, ihr habt Ziegen dabei. Ne, Alpakas und Ziegen. Ich muss sagen, wenn sie es bis dahin schaffen, dann haben sie es ja auch verdient, mich niederzumähen. Nee, einen Raketenturm baue ich nicht mehr. Was für ein... Zum einen schweineteuer, den aufzufüllen. Zum anderen richtig lästig. Vor allem auch für meine eigenen Leute, weil der halt so einen großen Area-Schaden macht. Willst du eigentlich nicht handeln? Doch. Ich habe gar nicht mehr daran gedacht, dass die da sind. So, Restfleisch weggeben. Gute Nacht, Hund. Gebt mir ruhig eure Bauteile. Sieht eh keiner an.
Mai, du kriegst jetzt eine Bauhand. Nicht Bauhand, sondern eine Feldhand. Rechte Hand als Gartenhand. Und ja, da können auch theoretisch Leute Deckung drin nehmen. Oder? Steht dran, es würden ziemlich viel Cover kriegen da drin, aber das meiste wird eh da durchlaufen. Runterklettern und wieder hochklettern. Das ist eine Verlangsamung. Hätte ich gleich schon gern mal einen Angriff. Einfach mal zu gucken, wie das so läuft. Was ist mit Flammenwerfertürmen? Ich möchte keine Flammenwerfertürme. Flammenwerfertürme schaden mir selbst auch, weil ich danach 8 Millionen Feuer löschen muss. Und ja, ich könnte auch einen Feuerlöscher dann bauen und das damit machen, aber trotzdem finde ich den Flammenwerfer ziemlich... Art. Ja, Betonplatten, damit das nicht also als Feuer übergreift. Aber bis wohin soll ich denn Betonplatten ziehen? Ich habe die Schlafsäcke wieder mitgenommen. Ich klicke halt schneller, als du gucken kannst, Fununit. Acht Felder, ja. Das sind ja hier nicht acht Felder. Ich werde ja nicht nur eine einzige Flammenwerferkanone bauen. Ich müsste ja wirklich dann hier im äußeren Bereich die bauen und dann müsste ich hier überall Beton noch anlegen. Drumherum. Ich muss sagen, dafür habe ich einfach nicht die Böcke gerade. Gut, der musste auf Anhieb sterben. Da ist der nächste tot. Jetzt hauen sie ab. Hund hat bemerkt, dass du irgendwas machst in der Küche. Davon wirst du tot? Man könnte bestimmt mit genügend Geld auch die Leber von dem Hund tauschen. Jedenfalls, ja.
wenn man bereit ist, ein anderes Tier zu opfern. Einen anderen Mops. Organspender-Mops, ja. Der extra gezüchtet wurde dafür. Um dem imperialen Mops ewige Leberwerte zu ermöglichen. Trinkst du Alkohol schon wieder? Ja, dann trink deinen Alkohol. Dann bist du später wieder so lustig drauf. Ich bin überhaupt nicht betrunken. Ich müsste die ganze Flasche trinken, um betrunken zu sein. Hihihi. Du hast ja schon die Flasche ein bisschen was von getrunken, deshalb zählt das dann nicht mehr. Ja, dann trink auch noch dein Tequila-Bier. Kenne ich irgendwo her, sagt Racer. Ja, weil ich ja auch nicht trinke. Stell dir mal vor, ich würde Alkohol trinken, dann würdest du die ganze Zeit hier auf dem Boden liegen. Ja, weil wir die ganze Zeit uns abschießen würden, wie bekloppt. Und weil ich aber so jemand bin, der kein Alkohol trinkt, bist du auch nicht verleitet dazu, selbst Alkohol zu trinken die ganze Zeit. Vor allem hast du am Anfang vielleicht auch gedacht, du willst noch eine gute Figur machen in meiner Nähe. Ja, du hast beim zweiten Date einen Cocktail getrunken. Möchtest du? Du bist da, du stehst neben mir und guckst mich an, das irritiert mich. Und keiner kann dich sehen. Ja, ich red eh mal mit mir selbst. Ich esse hier gar nichts. Ja, ich habe hier eine Schale stehen, da sind Chips drin. Die könnten wahrscheinlich sogar vegan sein. Das sind auch geriffelte Chips, ja. Das sind auch gesalzene geriffelte Chips. Boah, nimm das einfach mit hier. Hau ab. Boah, jetzt bleib doch nicht stehen, sondern geh doch einfach. Guck irgendwelchen Trash-TV-Kram. Ich kann mich so nicht konzentrieren, wenn du neben mir stehst. Ist schön, dass du ein Dino gemalt hast. Balthasar, guck mal, die hat Chips. Guck dir mal an, wie die Chips frisst. Ja, guck mal da. Guck. Nerv die. Die will Aufmerksamkeit. Danke, Credo, für die 100 Bits. Ich glaube, ich stream morgen nicht und setz mich zu dir, während du malst, die ganze Zeit. Und dann trinke ich nämlich meinen 43er mit was auch immer und... Zeig dir mal, wie lustig ich bin. Stimmt, du wolltest deinen PC ja mitnehmen. Wolltest du nicht eigentlich Sachen so langsam von hier wieder nach Hause nehmen? Ja, ein Korb mit Sachen. Ich bringe Wäsche nach Hause und nehme meinen PC mit zu nach hier. Wo ist denn da der Sinn? Ja, super. Ich bringe meinen Föhn nach Hause, weil ich eh den Föhn von meinem Freund benutze. Ich verstehe ich nicht, wenn du isst und gleichzeitig sprichst. Was, meinen Föhn abwischen? Warum machst du meinen Föhn dreckig? Ach nee, tu das nicht. Wir wissen alle, wie Alkohol wirkt auf dich. Ich hatte mal einen Weinstream. Da habe ich ein bisschen Wein getrunken. Eine Flasche. Rotwein, aber der hat mir auch gereicht. Da ging gar nichts mehr. Hab auch später gekotzt. Nee, nicht im Stream, da war der Stream vorbei. Da hat sich der Hund inzwischen meine Beine gesetzt, wo ich vor dem Klo saß und da reingekotzt habe. Und weiter sah inzwischen meinen Beinen, während ich gekotzt habe. Er war sehr süß. Aber es tat mir auch ein bisschen leid, dass er mich so sehen muss.
mir reicht eine Flasche Rotwein. Zum einen hasse ich Rotwein. Der wurde mir halt geschenkt damals. Bin in einer Flasche Rotwein, bin ich tot. Das ist mir einfach zu mächtig. Ja, weil Rotwein total ballert bei mir. An sich ballert alles bei mir. Du willst mich verarschen. Ich richte gleich die Kamera auf dich. Das geht natürlich. Ich muss sie nur hochheben und in deine Richtung halten. Die steht hier und nuckelt an ihrem Strohhalm von ihrem 43er. Nein, ich will nicht riechen. Das riecht voll streng. Ohne Scheiß, da ist viel zu viel 43er drin. Ja, zwei Gläser getrunken, halbe Flasche leer. Ah ne, die Weinflasche wurde geschenkt von meinem Onkel, nicht vom Lieferservice. Mein Onkel hatte mir den geschenkt zum Birthday damals. Und da habe ich mich so, glaube ich, ein paar Tage später sowas wie ein Geburtstagsstream gemacht und da habe ich den getrunken dann. Und das war... Ja, ich glaube, mein Onkel hatte mir noch einen ganz guten geschenkt, weil der kennt sich auch mit Wein aus. Familie mütterlicherseits sind nämlich Weintrinker alles. Da ist eindeutig zu viel Saft drin. Das hat Talim Gorn gesagt, auf den muss er eh nicht hören. Es sind mehr als 6 CL. Das ist noch das Beste, dass du Schmerztabletten nimmst und dann noch trinkst. Du bist einfach dabei sowas unmöglich. Ich hab voll die Schmerzen. Da trinkt man halt keinen Alkohol. Weil man trinkt nur Alkohol, aber nimmt keine Schmerztabletten. Das halte ich nicht aus. Ja, dann darfst du auch keinen Alkohol trinken jetzt. Das erklärt auch den Rausch, den sie hat. Nee, die hat auch keinen Rausch, die ist einfach nur Baller. Oh mein Gott. Ihr Menstruationszyklus ist auf dem Höhepunkt. Ja, so wie das hier in den Raum schreist, war das ja wohl okay, dass ich das sage. Was? Warum solltest du auch heute plötzlich weinen? PMS? Nicht jede Frau weint, wenn die PMS bekommt. Ja, zu Recht. Ich habe den Apfel Adam gegeben und deshalb muss ich den Rest meines Lebens bluten. Mir fallen alle Haare aus und ich habe die dann auf dem Rücken. Glaube ich nicht, weil mein Vater hat kein Rückenhaar. Also Rückenhaar ist genetisch. Das fängt dann halt schon früh an, dass du Rückenhaar bekommst.
Wo hab ich denn auf dem Rücken Haare? Ja, natürlich ich. Was eine Lüge. Ja, mach mal. Guten Abend, Ledak. So, Geschütze umdrehen. Die Verbindung muss weg. T-Shirt ausziehen und beweisen, darf ich nicht. Wenn du keine Nippel zeigst, ist es wirklich... Nee, es hat nichts mit den Nippeln zu tun bei Twitch. Und wenn ich eine genetische Krankheit habe, wodurch ich Nippel auf dem Rücken habe? Wie habe ich nicht? Kann alles sein, weißt du doch gar nicht. Nö, hast du nicht. Ich sage jetzt einfach, hast du nicht. Das ist kein komischer Knubbel auf dem Rücken, da ist ein Muttermal. Männer-BH. Ich glaube, einen Spitzen-BH dürfte ich wegen aufreizender Kleidung auch nicht tragen. Was machst du? Du Schatz, kannst du nicht einfach wieder auf deine Couch gehen? Wie in 5 Minuten. Ziehst du dein BH aus? Ich kann nichts von dir anziehen, weil das einfach Puppenkleider sind für mich. Von der Größe her. Ja, ich werde jetzt in Zukunft... Weil ich habe natürlich festgestellt, dass vor allem spezielle Gendertypen sehr viel performen. Es ist ja bei der normalen Bevölkerung hast du einen speziellen Genderanteil vielleicht von 0,5%, die sich, sage ich mal, irgendwie zuordnen. Bei Twitch scheint das irgendwie bei 50% zu liegen inzwischen. Das meine ich, dass manche Leute vielleicht das einfach nur performen wie eine Drag Queen. Was? Ich darf das Wort nicht sagen. Ach so, wie Femboys. Ja, zum Beispiel. Das mit S. Was ich nachgucken musste, was das überhaupt bedeutet, weil ich zu alt bin für sowas. Ja. Das, was das wie Schrimps heißt, aber anders bewegt. Okay, das Muttermal sagt manchmal Papa, aber sonst ist alles normal. Es kann nicht singen, es kann nicht sprechen. Ich war immer einsam. Es ist definitiv nicht so groß wie Balthasars Kopf. Ja, kann nicht, weil ich nicht doof bin. Ich kann mich vor den Spiegel stellen. Boah, echt, ey. Wenn du dich voll kotzt, dusche ich dich. Ich habe neue Duschschläuche gekauft. Ich lege dich in die Badewanne und spritze dich ab damit. Wenn du lange nicht mehr mit gekotzt hast wegen Alkohol, fang heute nicht damit an. Bitte. Weißt du, weil ich das letzte Mal gekotzt habe? Richtig.
wo ich die Flasche Wein getrunken habe. Bei Alkohol hat der Teufel gemacht. Ich glaube nicht, dass der Teufel dein Vater ist. Ja, doch, vielleicht ein bisschen. Also sehen wir noch einen Kotzstrahl. Ich habe keine Ahnung, was ihr heute noch sehen werdet. Aber es geht nicht weg, kann ich euch sagen. Ob ich froh bin, nicht mehr allein zu sein, das wäge ich gerade ab im Kopf schon. Das Beste aus 2000 Matches. Ich kann, weiß nicht mal, wie viele es waren. Warum konnte Christus Wasser zu Wein machen? Weil er Alkoholiker war. Schon wieder komme ich in die Hölle. Ob der Chat dich abhängig machen will oder mich? Ja, Christus wollte alle drogensüchtig machen und wollte der Drogendealer werden. Das ist, ja, das ist das Realistischste, was ich bis jetzt gehört habe zu dem Thema. Doch nicht. Gabba Christus. Er hat es in Wein verwandelt, weil er noch nichts von Whisky wusste. Und weil er nicht Russe war. Oh. Das muss ein Schotte von sich auch behaupten. Das reiße ich nochmal ab, weil ich das ein bisschen erweitert zur Seite hin. Irgendwie glaube ich, habt ihr auch. Ah, ich habe den auch um einen versetzt gehabt von damals. Was? Das hat nichts mit Minecraft zu tun hier. Es ist so würfelig. Es hat halt seine Ecken. Also schon zu viel getrunken. Ja, es ist pixelig, aber es ist zweidimensional. Es hat keine 3D, es hat keine Tiefe. Es kann nicht Minecraft sein. Du könntest für die GameStar schreiben mit diesen Einstellungen. Ah! Nix. Läuft. Das mit GameStar nimmst du zurück, das geht zu weit. Wenn sie sagt, das hier ist Minecraft. Ja, aber alles sieht pixelig aus, dann kannst du ja nicht sagen, das ist wie Minecraft. Dann kannst du auch im Super Nintendo damals Mario Kart spielen und sagen, das ist wie Minecraft, weil da Pixel drin sind. Ja, du musst hier auch was aufbauen, eine Basis. Was hat denn jetzt mit Minecraft zu tun? Ja, du baust bei Minecraft Häuschen. Trotzdem.
Ich mache React-Videos auf deine Sachen. Und sag dann, wie toll die sind. Schatz, die 5 Stunden sind rum. Setz dich auf deine 4 Buchstaben hinten. Ja, ich kann was mit dir zusammenspielen. Wir fangen jetzt an. Versteck dich, ich such dich. Wie nicht sowas? Ich finde das gut. Dann ist aber auch arg wie Minecraft. Das hat... Nee, aber du kannst auch Häuschen bauen und du kannst Tiere zähmen, genauso wie in Ark. Ankerod sagt, mein hat auch gerade wieder getankt, kann Proof gerade live nachfühlen. Ankerod sagt, sein hat auch getankt. Du tankst doch gerade schon. Du hast schon 3/4 vom Glas getrunken, während du hier stehst. Ja. Ja, oben ist breiter. Also ich komme mit meinem Leben klar ohne Alkohol. Hast du jetzt gerülpst? Kann ich rülpsen, wenn ich... Boah, bei dir ist alles kaputt. Du kannst nicht rülpsen. Sonst übergibst du dich, du kannst nicht. Du kannst dich in der Öffentlichkeit pupsen, weil du sonst kackst. Ah. Das waren noch Zeiten, als die Männer das Problem hatten. Danke für den Steam, also den Stream-Boost. In meiner Jugend habe ich noch getrunken. Also in meiner Jugend habe ich wirklich viel getrunken. Sehr viel. Deshalb brauche ich nicht mehr. Du bist in deiner Jugend. Ja, du bist erwachsen. Ja und? Ist okay. In deinem Alter, vor allem auf dein Alter gesehen, bist du natürlich erfolgreicher als ist. In deinem Alter war ich an der Uni und habe nichts verdient. Da habe ich bei meinen Eltern noch gewohnt. Aber dafür hatte ich keine Dusche in der Küche. Könntest du auch machen. Ja, aber du hast keine bessere Wohnung, dann würde ich da leben, anstatt hier in diesem Loch. Ja, dann ist ja gut. Guten Abend, Karnvor. Es ist schlimm, wenn ich nur mit dir rede an der Seite, weil dich hört keiner. Ich kann auch ein Mikro für dich machen. Ah nee, kann ich nicht. Da müsste ich eine Schaltung, also eine andere Schaltung noch holen für. Um das anders zu routen. Dann könnte ich ein zweites Mikro an das Mikro noch mit dran machen. An den Verstärker. Schatz, ist ja auch okay. Das reicht ja auch für dich. Von der Wohnung her. Also ich hatte auch am Anfang nichts. Also ich habe ja am Anfang auch nur 38 oder 40 Quadratmeter gehabt. Weil ich mehr für mich nicht brauchte. Ja. Ich brauche kein Spiel- und Unordnungszimmer. Schatz, sobald ich mit dir zusammenleben würde irgendwo, dann werde ich erstmal keine Let's Plays mehr machen oder so. Dann mache ich mir einen Fitnesskanal und trainiere nur noch den ganzen Tag. Und zeige, wie schön ich lebe. Ja.
Dann mache ich nur irgendwas mit... Ja, ich mache auch eine Roomtour dann. Und ich zeige, wie ich meinen Arsch trainiere und wie ich mich fit halte in meinem Alter. Ich bin dann so durchtrainiert wie der Witcher und auch so haarlos. Mit Ring Fit oder was? Ich brauche keinen Personal Trainer. Ich bin mein eigener Personal Trainer. Oder ich lasse mich vom Personal Trainer trainieren und werde dann letztendlich... diese Informationen gebe ich auf YouTube dann weiter und sage, das ist alles von mir. Nach dem ersten Ring Fit bist du fast gestorben. Ja, ist auch so. Es war auch anstrengend. Ich habe ja auch direkt eine Stunde durchgezogen. Was soll ich denn beim Boxen? Weißt du, wenn die mit jemandem, wenn die mir mit mir in den Ring stellen, bei meiner Größe, die sind das Doppelte vom. Hand-Augen-Koordination. Weißt du, was Hand-Augen-Koordination ist? Da kommt einer, nimmt meinen Arm und haut mich selbst und sagt aber die ganze Zeit, warum schlägst du dich selbst? Proof, das mache ich gerne für dich. Warum haust du dich selbst die Übung? Alle, es ist super lustig. Wie kann das sein, dass Leute gehen aus dem Stream? Weil ihr arbeiten müsst morgen alle, ne? Ich kann das nachvollziehen. Du bist nicht arbeitslos, du bist on hold gesetzt. Oh, er ist auch gleich weg und muss noch arbeiten. Keine Ahnung, irgend so ein Typ, der Abonnent ist. Bloodghoul. Nein, Bloodghoul arbeitet nicht für Lidl. Barato arbeitet für Lidl. Ja, du hast dir schon gemerkt, irgendjemand mit B. Finde ich gut. Wo arbeitest du, Bloodghoul? Darfst du das sagen, öffentlich, oder... Ich arbeite auf den Bauhauptgewerbe. Gute Nacht, Anime Imperium. Mag auch eigentlich nicht, wenn jemand Alkohol trinkt. Ich glaube, das hat mir meine Mutter so eingetrichtert mit der Zeit. Ja, weiß ich, dass du nicht ständig trinkst. Das weiß ich noch nicht. Dann sollte ich vielleicht nicht mit aufs Festival kommen, wenn du dann so schnell schon Hacke bist. Yeah, ich bin arbeitslos und muss erst 8.45 Uhr raus. Ja, warum stehst du überhaupt auf, wenn du arbeitslos bist, Talim Gorun? Beton- und Stahlbetonbauer. Das hört keiner. Ja, ich höre das. Sie wollte mal eine Ausbildung im Tiefbau machen als technische Zeichnerin. Dann haben sie aber gesagt, sie ist zu klein dafür. Ach so, das war die Geschichte. Ja, warum nicht? Ich denke mal, dass ein Laden wie Ikea genauso Nachwuchsprobleme hat wie jeder andere größere Laden. Und wenn du dann, sag ich mal, nicht auf den Kopf gefallen bist, da auf jeden Fall eine gute Chance hast, immer reinzukommen. Ja, wollen eine Mappe. Ja, klar, natürlich musst du was abgeben. Du gehst da nicht dahin und sagst Hallo und dann sagen die, ja, dich nehmen wir. Du musst ja schon was sagen. Ich habe ja auch gesagt, wenn du nicht auf den Kopf gefallen bist,
Wird das schon gehen? Ein bisschen schon, ja. Ich bin auch schon mal in meinem Leben auf den Kopf gefallen. Jetzt darf ich nicht mal Redewendungen mehr verwenden hier. Sind die Terraforming-Transportkapseln schlimm? Kann sie zerstören oder abwarten, was daraus entsteht? Ich fand die bis jetzt... Also ich habe keine bis zum Ende wachsen lassen. Weil immer wieder... Also sie hat teilweise die Tiere aggressiv gemacht. Und das war bei mir immer so früh am Anfang, dass ich mich da nicht verteidigen konnte vernünftig gegen die Tiere. Und deshalb habe ich die immer kaputt gemacht. Danke, Wolfgar, für ein Stufe 1-Abo. Übrigens habe ich im Discord gefragt, ob Leute Interesse hätten, eine 10er Valheim-Runde zu starten. Ja, aber was willst du denn da mitspielen, großartig? Du bist definitiv besser als Jorda, aber es ist auch nicht schwer. Ich könnte einen Affen aus dem Labor befreien, der wäre besser als Jorda. Vor allem wird der mehr beitragen zur... Der Mops wäre auch gut. Obwohl ich muss sagen, ich weiß nicht. Wenn der Futter sieht, dann in der Welt, da rastet der ja schon voll aus. Warum soll ich Umfragen machen, wo ich schon weiß, was für ein Ergebnis rauskommt? Ja, aber die Fubs-Umfrage, da wusste ich nicht, welches Ergebnis kommt. Und anscheinend die Hälfte hat gepostet, dass die öffentlich pupsen. Oh, wie viele von allen, die öffentlich pupsen, sind männlich? Was ist das denn für eine Frage? Du musst aber jeden Tag im Ikea die Hackfleischdinger essen, wenn du dort arbeitest. Die haben vegane, sagt sie. Und veganes Eis haben sie auch. Und die Zimtschnecken sind auch vegan. Ihr seht meine Begeisterung. Ich kann mich kaum noch halten auf meinem Stuhl. So, wenn das jetzt aufgebaut ist, dann habe ich erstmal meinen Verzerrungsperimeter wieder, ja, so wie ich ihn haben wollte, ein bisschen. Ist auf jeden Fall stärker als vorher. Wir können nicht alle Fragen von Tazi auf deinem YouTube-Kanal klären. Ein Prozent der Leute, die öffentlich pupen, sind übrigens Männer und die anderen sind Apache-Kampfhelikopter. Davon kannst du nicht lachen. Ich glaube, lachen nur Frauen, die leicht zu haben sind. Ja, das ist ein Zeichen. Das verstehe ich sowieso nicht. Winnie hat ein Junges zur Welt gebracht. Wer ist ein Winnie? Es ist eine Boomerlupe. Die Tiere werden benannt, nachdem die eine Beziehung mit einem der Kolonisten eingegangen sind. Ja, wenn die ein Haustier sind, genau. Wenn irgendjemand festgestellt hat, dass er die mag. Eine Belagerung. Endlich.
Ich könnte im Stream mit dir Nintendo Labo-Dinger aufbauen. Ich muss jetzt immer alles vorher erwähnen, weil sonst wissen die ja nicht, was Sache ist. Ich kenne das Nintendo Labo. Ich kann auch Ringfit machen und dabei dich auslachen. Der war gut. Keine Ahnung. Bitte? Ja, aber keiner von mir. Nein, das sind Feinde, alles. Nein, die gehört nicht zu mir. Das ist irgendeine Fette vom Gegner. Und die ist schon... Ja, die ist auch platt. Speicher vor der ersten Mörsersalve. Zu spät. Nein, ich habe keine Katzen. Ich habe nur Böpse in meiner Basis. Ich habe bestimmt irgendwann auch mal eine Katze in der Basis. Aber Katzen vermehren sich halt wie die Pest. Will ich nur eine Katze, aber dann vermehren sich natürlich nicht. Hä? Wo ist ein schwarzes Tier? Ja, das ist ein Animus Vox, was auch immer es sein mag. Könnte sein, dass das ein Fuchs ist. Mal jetzt weiter.